Ja, wie schnell bewegen wir uns denn, wenn wir so auf der Erde stehen? Und oh, die Erde dreht sich ja bekanntlicherweise in 24 Stunden einmal um sich selbst. Ich habe mal in diesem Fall so typisch Mitte für Deutschland 52 Grad nördlicher Breite angenommen. Also ich habe hier die Erdkugel, der Nordpol, der verschwindet hier hinter der Kugel. Hier sei der Äquator und von Äquator aus hochgezählt sind das 52 Grad nördlicher Breite. Das betrachten wir uns mal von der Seite. Das heißt also, ich habe hier den Erdradius, ich habe jetzt mal genau Norden und Süden, die beiden Pole, mit auf diese Kreisbahn gelegt hier. Na, wieso schreibt er nicht? Na, will nicht. Na gut, egal. Und hier ist dieser Winkel, hier, diese 52 Grad nördlicher Breite. Und darauf, ne, diese Bahn gelegt. Das heißt, wir bewegen uns auch auf dieser Bahn in 24 Stunden einmal um alles herum. Nochmal die Skizze ein bisschen einzeln, also damit es besser auffällt. Leute, macht mehr Skizzen, es geht leichter. Das wäre der Radius von uns, also R-Wir habe ich den genannt. Das wäre der Erdradius, diese 6371 Kilometer. Jetzt haben wir hier aber ein rechtwinkliges Dreieck, das ist schön. Ach, da malt er wieder, hier sind die Pole, das meinte ich vorhin. So. Und dieses rechtwinklige Dreieck, ja, da kann man sagen, können wir ja gerne rechnen. Und diesen Winkel Alpha, den finden wir hier als Stufenwinkel wieder. Vielleicht werde ich mal hier einen Link anbringen, Winkelbeziehung, Stufenwinkel, Wechselwinkel und so weiter. Wechselwinkel, ja, ich sag's noch gerade. Jetzt haben wir eine Basis zu rechnen. Also die 52 Grad, die treten hier genauso auf. Tja, wie geht's? Eigentlich ganz einfach. Um unsere echte Bahn auszurechnen, sagen wir, okay. Ich fahre noch mal ein bisschen hoch. Das sei in diesem Fall die Hypotenuse und das sei die Ankathete, R4. Also gilt der Kosinus von Alpha, von den 52 Grad hier oben. Hier oben sind auch 52 Grad. Nochmal zur Erinnerung. Der Kosinus von 52 Grad ist Ankathete durch Hypotenuse, also R4 durch diese 6371 Kilometer. Um das umzustellen nach R4, nehme ich mal 6371 Kilometer, tippe das in den Taschenrechner und komme auf rund 3922 Kilometer. Nochmal, diese Bahn hier, diese Bahn, die also kreisförmig herumführt um die Erde, die hat eine Bahngeschwindigkeit, also für die Bahngeschwindigkeitsrechnung eine Bahn, also nur einen Radius, der geht von hier bis hierhin. Das sind diese 3000 922 Kilometer. Der Rest ist Tippeltappeltour. Wenn ich das eintippe, geht das ganz einfach. Ich habe also die Formeln. Schaut nochmal nach dem Link. Also ich werde hier oben einen Link anbringen, wie sich das mit Winkelgeschwindigkeit und Bahngeschwindigkeit zusammensetzt. Daraus habe ich eine Formel gemacht. Und die Umlaufdauer, also die eine Periode einmal rum, sind 24 Stunden beziehungsweise diese 86.400 Sekunden. 24 Stunden mal 60 Minuten mal 60 Sekunden komme ich dann auch hier auf die Sekunden. Jetzt habe ich das mal in zwei Varianten ausgerechnet. Einmal hier, tipp, 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 eingetippt komme ich auf 1027 Kilometer pro Stunde. Das ist drastisch schnell. Flugzeuge in Urlaub fliegen so um die 800 bis 900 Kilometer pro Stunde. Gut, jetzt die ganze Sache mal in Kilometern pro Sekunde. Auch nur eingetippt, entsprechenden Wert, aber die in diesem Fall in Sekunden eingesetzt, komme ich auf 0,285 und noch viele Stellen Kilometer pro Sekunde, beziehungsweise als 285 Meter pro Sekunde. Das ist nah an der Schallgeschwindigkeit. Ja, ich denke mal, da ist eigentlich nicht viel zu sagen. Leute, wenn ihr dann hier zum Schluss die Links beachtet, geht auch ruhig da nochmal rauf, bildet weiter, ist nicht schlecht. Wenn ihr das Ganze nochmal nachrechnen wollt, ja, dann macht euch die Skizze, indem ihr sagt, Moment. Ich halte das Video an den entsprechenden Stellen an, vergleiche dann mit dem hier und dann kommt ihr auf die richtigen Werte. Gut, ich denke mal, das hilft zum Verständnis und zur Berechnung. Das ist eigentlich nichts Besonderes, da muss ich nicht viel zu sagen. Ich wünsche euch was Schönes. Tschüss.